Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer weiteren Ausgabe von unserem Casablanca-Video-Channel. Unser heutiges Thema ist der Casablanca-Online-Zimmerplan, der Cloud-Zimmerplan, den wir euch etwas genau in der Funktionalität präsentieren wollen. Das heißt, da sieht man dann genau das Zusammenspiel zwischen dem Casablanca-Cloud-Zimmerplan und dem Casablanca-Desktop-Zimmerplan, sozusagen, wo wir eigentlich unsere hybride Version am besten sehen. Das heißt, hybride Version, einmal das Zusammenspiel zwischen Cloud und Desktop. Man hat dann hier einfach mobile Möglichkeiten, auch wenn man unterwegs ist, den Zimmerplan zu nutzen. Und zwar beispielsweise eben für Buchungen und Angebote relativ schnell zu erstellen und eigentlich sehr schnell zu erstellen. Und hat dann auch diese Informationen immer direkt auch im Hotel in der Desktop-Version von Casablanca. Genau, Rupert. Und zwar hat man einfach in der Entwicklung dahingehend geschaut, dass einfach der Hotelier die Möglichkeit hat, von unterwegs einfach Buchungen schnell einzutragen bzw. Angebote schnell zu erstellen, Buchungen schnell zu bearbeiten. Da haben wir natürlich auch den Vorteil mit dieser Synchronisation, sage jetzt einmal von dem Cloud-Zimmerplan zu der Desktop-Variante, dass diese Synchronisation natürlich sehr, sehr schnell funktioniert, weil es würde natürlich nicht sehr gut sein, sage ich jetzt einmal, wenn diese Buchung, die wo ich online eintrage, wenn jetzt die sehr lange braucht, bis sie dann die Rezeptionistin im Hotel dann auch sieht. Also das geht relativ zügig und flott und das werden wir uns dann natürlich auch nochmal genauer im Detail anschauen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich online einfach Buchungen auch natürlich bearbeiten kann, also nicht nur erstellen, sondern kann sie natürlich auch verlängern, verkürzen, beziehungsweise in andere Zimmer verschieben, bearbeiten, Bemerkungen dazu schreiben und natürlich auch die komplette Korrespondenz kann ich online dann auch abwickeln. Also das heißt, Angebote erstellen, Anzahlungsaufforderungen zum Beispiel erstellen, Buchungsbestätigungen erstellen etc. Ja. Ja, die Frage, was uns oft auch gestellt worden ist von verschiedenen Kunden, ist, wenn man jetzt den Online-Zimmerplan nutzt, muss dann der PC oder der Computer im Hotel laufen, damit das funktioniert? Oder kann man ist das dann ausgeschalten? Natürlich nicht. Also das wäre natürlich auch nicht, sage ich jetzt einmal, Optimalfall, wenn ich immer mein Endgerät eingeschalten haben muss, damit das Ganze dann auch online funktioniert. Abgewickelt wird das Ganze direkt bei unserem Server im Rechenzentrum, wo natürlich diese Cloud-Systems dann auch drauf laufen. Das Endgerät muss demnach dann nicht eingeschaltet sein, sondern das wird quasi alles von uns dann verwaltet im Hintergrund und kann direkt immer drauf arbeiten, egal dann welches Endgerät das dann ist. Ob ich dann mittels einem Notebook und einem Browserzugriff dann in diese Cloud-Systems einsteige oder mit einem anderen Endgerät, sprich einem Tablet, Handy etc., das ist alles kein Problem. Ja, das heißt, man ist natürlich in dem Moment, wo man den Online-Zimmerplan nutzt von Casablanca, man sieht es ja auch schon in der Praxis, diverse Kunden verwenden den ja schon, wenn sie jetzt in der Zwischensaison sind, auch zum Beispiel, wenn das Hotel nicht besetzt ist und so weiter, wenn sie jetzt Angebot erstellen wollen, dann müssen sie nicht extra zum Computer rennen, sozusagen an die Rezeption oder ins Büro, sondern können das wirklich mit einem Tablet oder auch mit dem Handy natürlich, mit dem Smartphone, dementsprechend schneller Angebot stellen und bin halt wieder den Schritt schneller mit dem Angebot, als vielleicht jemand, der dieses Tool nicht nützt. Genau, so wie die Konkurrenz. Zum Beispiel. Ich hätte gesagt, wir schauen uns das jetzt wirklich einmal in der Praxis an, wie das funktioniert. Mhm. Wir stellen einmal ein Angebot bzw. eine Reservierung und dann sehen wir dann genau, was da die Vorteile, oder sieht man eigentlich genau die Vorteile von diesem ganzen Modul. Mhm. Ja, Robert, da befinden wir uns jetzt in unseren Cloud-Systems bzw. Auf dem Dashboard gleich schon. Da sehen wir jetzt, sobald dieses Modul dann aktiviert wurde, haben wir dann in der linken Menüleiste haben wir dann ein weiteres Symbol und zwar diesen Online-Zimmerplan. Wenn wir da einmal drauf wechseln, dann sehen wir wirklich gleich schon den Online-Zimmerplan. Links sind meine Zimmernummern genau gleich wieder wie in der Hotelsoftware. Auch farblich ist alles eigentlich gleich angepasst. Die ganzen Status von allen Buchungen etc. haben wir gleich wie auch in der Desktop-Variante, damit einfach die Rezeption und der Hotelier da, sage ich jetzt einmal, ziemlich gleich arbeiten können. Ich habe dann die Möglichkeit natürlich am Online-Zimmerplan auch den Zeitraum zu verändern, den wo ich aktuell einfach in der Ansicht habe. Und zwar kann ich das einmal oben mit den ganzen Pfeile wiederum machen. Da hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eine Woche in die Vergangenheit zu springen oder eine Woche in die Zukunft zu springen. Kann natürlich auch das Datum im linken oberen Bereich zum Beispiel direkt auswählen, wo man dann
eben auch gleich schon am Online-Zimmerplan dann hinspringt, beziehungsweise wiederum mit dem Heute-Knopf bin ich einfach gleich wieder auf dem Ausgangspunkt, wo ich einfach alle Buchungen zum heutigen Zeitpunkt dann auch direkt dann sehe. Was vielleicht auch ganz eine feine Funktion ist, ich habe da links die Möglichkeit, diese Menübar einzuklappen, damit einfach dieser Online-Zimmerplan auch ein bisschen größer dann dargestellt wird. Ist natürlich dann, wenn man es am Tablet aufmacht zum Beispiel, bietet sich an, diese Funktion zu verwenden, weil dann ist der Zimmerplan am Tablet sozusagen fast im Vollbildmodus dann zu verwenden. Richtig. Ich würde sagen, dann schauen wir uns einfach mal diese Synchronisation an zwischen Desktop-Variante und Cloud-Systems. Ich werde jetzt einfach mal in der Desktop-Variante, auf die ich gerade hingewechselt habe, eine Buchung einmal erstellen, wo wir dann auch sehen, dass diese dann am Online-Zimmerplan, am Cloud-Zimmerplan auch sofort dann aufscheint. So. Stellen wir einfach einmal eine fiktive Buchung. Machen wir vielleicht auch noch eine schnelle Fixleistung dazu, damit wir auch sehen, dass die Leistungen mit synchronisiert werden. Jetzt ist die Buchung am Desktop-Zimmerplan sozusagen abgespeichert und wenn wir jetzt in die Cloud-Version wechseln, dann haben wir sie da hier schon synchronisiert da. Wenn man sie jetzt mal, man kann sie natürlich auch bearbeiten, wenn man jetzt die Buchung einmal aufruft selbst, genau, dann sieht man hier auch dementsprechend die ganze Information, was wir jetzt in der Desktop-Version eingegeben haben, wie zum Beispiel eben die Endreinigung und grundsätzlich einmal den Reisezeitraum und den Preis. Richtig. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch an, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Buchungen zu verschieben. Wenn jetzt zum Beispiel diese neue Buchung will jetzt zum Beispiel nicht auf Zimmer 106 haben, sondern Zimmer 105, weil ich das 106 vielleicht für einen Stammgast dann benötige, dann kann ich auch direkt am Online-Zimmerplan diese Buchung verschieben und hätte natürlich auch die Möglichkeit, Buchungen zu verlängern bzw. zu verkürzen. In der Desktop-Version, wo wir dann schauen, haben wir dann die Buchung gleich schon verschoben und ist dann auch gleich schon verlängert. Also diese Synchronisation funktioniert wirklich sehr zügig und sollte somit dann auch keine Probleme, sage ich jetzt einmal, geben von Überbuchungen etc., wo natürlich immer sehr schlimm werden. Natürlich jetzt die Angebotslegung ein sehr wichtiger Punkt am Online-Zimmerplan, weil wenn man jetzt unterwegs ist und dem Gast oder eine Gastanfrage hätte für einen Reisezeitraum, möchte der natürlich in der heutigen Zeit so schnell wie möglich das Angebot sozusagen per E-Mail bekommen. Und da kann man natürlich jetzt auch sofort, auch wenn wir wieder vom Tablet sprechen, wenn man unterwegs ist und das mit einem Tablet oder einem Handy macht, kann man natürlich da relativ oder eigentlich sehr schnell ein Angebot machen. Richtig, und zwar wäre es einfach so, dass ich einen Doppeltipp, zum Beispiel wenn ich mit einem Tablet arbeite oder mit einem Doppelklick, wenn ich direkt mit einem Laptop zum Beispiel arbeite, habe ich die Möglichkeit, schnell eine Buchung beziehungsweise ein Angebot zu hinterlegen. Auch da haben wir wieder in der Gastsuche die Möglichkeit, einfach Gäste schnell auszuwählen. Also es werden auch die Gäste im Endeffekt dann direkt schon synchronisiert. Mein Standardstatus wird da reserviert online. Könnt ihr natürlich aber auch umstellen, damit da automatisch immer gleich schon der Angebotsstatus vordefiniert ist. Hinten mit dem Bearbeiten-Symbol haben wir auch die Möglichkeit, weitere Personengruppen hinzuzufügen, wenn zum Beispiel ein Gast ein Angebot wünscht, wo auch ein Kind mit dabei sein soll, beziehungsweise natürlich auch die Möglichkeit, Zusatzleistungen zur Angebotslegung dann gleich schon dazu. Also wir haben da im Prinzip fast die ähnlichen Funktionen wie in der Desktop-Version, was ich natürlich für die Angebotslegung und für eine direkte Reservierung brauche. Ja, also man kann Ratenleistungen oder Zimmerfixleistungen hinzufügen, wenn man sehen, und hat eigentlich diese Möglichkeiten ganz gleich in beiden Versionen. Richtig, ich kann links unten habe ich noch die Möglichkeit, die Anzahlungsrichtlinie zum Beispiel auch noch direkt zu definieren, was auch nicht unwichtig ist, und kann dann direkt die Korrespondenz erstellen. Das heißt, ja, eine Angebotsvorlage wird automatisch Angebot schon ausgewählt, weil er weiß, dass ich den Status auf Angebot gehabt habe. Habe jetzt da rechts meine Vorlage selber, die einfach automatisch schon generiert wird, und ich kann sie links oben mit HTML, E-Mail versenden, gleich schon dem Gast zukommen lassen. Genau, somit hätten wir jetzt dem Gast schon ein Angebot zugesendet über den Online-Zimmerplan. Das Angebot selbst ist natürlich auch in der Desktop-Version dann abrufbar, beziehungsweise sieht man, dass ein Angebot erstellt worden ist. Und hat eigentlich somit von überall aus
die Möglichkeit, mit den Gästen zu kommunizieren, direkt über das Casablanca. Ja, liebe Zuseher, wie wir sehr gut gesehen haben, sind wir da relativ schnell mit in der Angebotslegung, wenn man jetzt unterwegs ist, wenn man es auch mit einem Tablet verwenden will, wo man relativ zügig und schnell ein Angebot erstellen kann, wo man auch sofort Einblick hat von überall aus, wie schaut es in meinem Hotel aus, wie bin ich belegt, wie bin ich gebucht, kann auf Änderungen schnell reagieren und hat damit natürlich im Hintergrund wieder mehrere Vorteile, wenn natürlich der Zimmerplan sofort wieder stimmt, wenn man es gleich ändert, dann ist der Channel Manager wieder dementsprechend aktualisiert und ist natürlich auch wieder buchbar dementsprechend. Richtig. Ja. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, zum Dazusagen, dieser Online-Zimmerplan kann auch monatsweise bei uns erworben werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur in der Zwischensaison das Ganze verwenden will und nicht das ganze Jahr über, dann hätte ich natürlich da auch die Möglichkeit, da vielleicht einfach kurz mit unserem Verkaufsteam kurz schließen und da findet man dann eine passende Lösung. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.